Familie von Erna Musik. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute zu Ihnen zu sprechen, denn es ist für mich als Wohnbaustadträtin eine Premiere. Es ist meine allererste Gemeindebaubenennung und als Frauenstadträtin hat es sowieso eine ganz besonders große Bedeutung. Wir ehren nämlich eine starke, eine mutige, eine inspirierende Frau, nämlich Frau Erna Musik. Erna Musik wurde am 17. April 1921 als Tochter einer jüdischen Mutter und eines christlichen Vaters in Wien geboren. Schon bei den Roten Falken lernte sie Karl Musik kennen. Gemeinsam waren sie im Widerstandskampf tätig. Folge war 1943 die Verhaftung. Zunächst saß Erna im Polizeigefängnis Rosauerlände ein, schließlich wurde sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Selbst dort setzte sie ihre Widerstandstätigkeit fort und half anderen Frauen. Anfang 1945 kam Erna Musik nach Ravensbrück. Dort war sie Lagerkameradin von Rosa Jochmann. Im Nebenlager Malchow musste sie Zwangsarbeit leisten in einer Munitionsfabrik. Doch Erna Musik überlebte den Krieg. Die Nachkriegszeit war geprägt von Familie, von Beruf und von Politik. Erna heiratete Karl und übernahm den von den Nazis arisierten Betrieb ihrer Mutter, einer Stickerei und einer Wäschereierzeugung. Beim Freien Wirtschaftsverband baute sie das Frauenreferat auf. Und außerdem wurde sie die erste sozialdemokratische Fachgruppenvorsteherin in der Wirtschaftskammer. Im Rahmen ihres kommunalpolitischen Engagements war Erna Musik als SPÖ-Bezirksrätin tätig, hier in der schönen Brigittenau. Gerade auch angesichts sehr bedenklicher Entwicklungen in Österreich, wie auch in ganz Europa, Stichwort Chemnitz, möchte ich Erna Musiks antifaschistisches Engagement hervorstreichen. Als Zeitzeugin trug sie wesentlich dazu bei, dass die Nazi-Gräuel nicht in Vergessenheit geraten konnten. Genauso wie Käthe Sasso. Liebe Käthe, danke vielmals, dass du heute hier mit dabei bist. Denn die Geschichte des Holocausts, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf und wird nie vergessen sein. Sie muss eigentlich stets immer auch Zukunftsthema bleiben. Erna Musik wandte sich im Zuge ihrer antifaschistischen Arbeit auch an junge Menschen, besuchte Schulen und sprach dort über Erlebtes. Außerdem gestaltete sie die österreichische Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz und war Ehrenvorsitzende der sozialdemokratischen Freiheitskämpfer. Als offizielles Dankeschön für ihre antifaschistische Bildungs- und Erinnerungsarbeit erhielt Erna Musik von der Stadt Wien das Goldene Ehrenzeichen und vom Bund das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Erna Musik starb am 8. März 2009, wenige Tage vor ihrem 88. Geburtstag in Wien. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher Derfler, sehr geehrte Frau Vorsteherin, Stellvertreterin Christine Wietholm, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Erich Valentin und liebe Frau Bundesrätin Elisabeth Kremling. Ab sofort wird vom Gemeindebau Klosterneuburger Straße 99 dank seiner Namensgeberin ein Zeichen für das Miteinander und gegen Antisemitismus ausgehen. Und der nunmehrige Erna Musikhof wird mit seinen roten Namenslettern zeigen, dass viele, viele beeindruckende Frauen oft unbemerkt in unserer Stadt Großes geleistet haben. Diesen Weg Wienerinnen vor den Vorhang zu holen, werden wir auch in Zukunft weitergehen. Danke vielmals. Geschätzte Damen und Herren, ich darf heute hier stehen als Bezirksvorsteher dieses Bezirks, aber auch, weil ich Erna Musik persönlich kennenlernen durfte. Sie saß bei uns im Bezirksausschuss und hatte tatsächlich immer die Ohren ganz weit offen, wenn die Wortwahl der Mandatarinnen und Mandatare nicht ganz so war, wie es hier gepasst hat. Und sie hat immer sofort, und wer sie gekannt hat, weiß, auch sehr laut reagiert
wenn man das Falsche zum falschen Zeitpunkt gesagt hat. In Zeiten wie diesen wäre es so notwendig, wieder Menschen zu haben wie Erna, die einfach aufschreit, wenn der Presse verboten wird, Artikel so zu schreiben, wie es der Pressefreiheit entsprechen würde. Wenn Maßnahmen gesetzt werden, die Gruppierungen in Ecken stellen, wo sie eindeutig nicht hingehören. Menschen wie Erna Musik hätten sofort ein lautes, deutliches Wort gefunden und das auch kommuniziert und man hätte ihr auch zugehört. Zeitzeugen wie Erna Musik fehlen uns sehr und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass es heute hier gelingt, diese kleine Gedenktafel dann im Anschluss zu eröffnen, weil wir damit die Menschen wieder dazu bringen, nachzudenken. Nachzudenken, was passiert ist, aber auch darüber nachzudenken, was jetzt gerade, jetzt im Moment in diesem Land passiert. Ich habe erst vor kurzem mit Jugendlichen gesprochen, die nicht verstanden haben, warum man sich medial über Österreich beschweren kann. Ein Ausdruck, der mir tatsächlich bedeutend in Erinnerung geblieben ist, die gesagt haben, wir dürfen jetzt in einem Land leben, wo man aus der Kloschüssel sogar das Wasser trinken könnte. Und andere haben kein Trinkwasser im Umkreis von 10 Kilometern zur Verfügung. Und diese Probleme, die wir bei uns in Österreich haben, sind ganz, ganz viele selbstgemacht. Wir besprechen Themen, die es eigentlich nicht gibt. Und es gibt die mahnenden Worte, sich daran zu erinnern, wie es vor etlichen Jahren war, immer weniger. Umso wichtiger ist es, solche Zeichen zu setzen, umso wichtiger ist es, heute diesen Gemeindebau nach Erna Musik zu benennen. Und ich bin sehr glücklich, dass so viele gekommen sind, um hier dabei zu sein. Und ich darf Sie jetzt einfach bitten, zum Durchgang durchzugehen, damit wir die Gedenktafel enthüllen können gemeinsam. Dankeschön. Ja, ich mache das. Ich habe das auch.
Okay, perfekt, perfekt. Bitte, machen wir kurz zu uns. Aber ja, bitte an. Ja.